So, den Blood Infuser. Carved Darkstone Bricks. Darkstone Bricks, Darkstone, Onyx. Und Onyx ist Cobblestone mit Shard of Soil and Fire. Okay. Das sind auf jeden Fall länger wie 2 Sekunden. Wir haben Darkstone. Nice. So, jetzt brauchen wir das da. Brauchen wir 4 davon. Brauchen wir 8. Und die müssen wir zusammen craften zu denen. Haben wir das. Und dann hatten wir Carved Stone Bricks, ne? Genau, die haben wir. Carved Dark Stone Bricks haben wir erledigt. Dann brauchen wir Blood Infused Core, Eternus Crystal, Rune. Okay, 3 haben wir locker. Die Rune kriegen wir, indem wir einen Runestone smelten. Haben wir Runestone? Wenn, dann müsste er hier sein. Oder? Aber ich kriege hier überhaupt einen Runestone. Und den ich Ancient Gravel mit Liquid Soils. Ein Scientific Calculator. Den holen wir uns mal raus. Den brauchen wir, glaube ich, sogar. Enriched Gold. Und Calculator Screen. Reinforced Stone. Dann brauchen wir einen Calculator. Alter, den haben wir, glaube ich, in der Questreihe mit drin. Warte mal. Kann das sein, dass wir jetzt nach unten geschickt werden? Ja, wir werden nach unten geschickt. Ja, ich habe es gesehen. Calculator und Scientific Calculator. Alter, um da weiterzumachen, müssen wir erst nach unten, dass wir wieder hochgehen, dass wir wieder runterkommen, dass wir da rüberkommen, dass wir dahin kommen, dass wir da rüberkommen. Wow! Was hat der sich dabei bitte gedacht? Respekt. Respekt, also wirklich. So. Den Sentient Score kommen wir mal raus. Glowstone Dust. Glowstone Ore. Crushing Recipe. Imprisoned Light. Und wie kriege ich Imprisoned Light? Glowstone. Und Glowstone? Ah, Heat Core Recipe. Ein Heat Core mit einem Shard of Shining Dawn. Machen wir uns einfach 3-mal Glowstone, dann haben wir 12 Glowstone Dust. Das sollte uns erstmal zumindest ein gewisses Startkapital machen. Und vielleicht gibt es ja ein Glowstone Burst Seed. Das wäre natürlich mega. Da werden wir wahrscheinlich dann ein bisschen mehr davon brauchen. Aber wenn es das gibt, was wir auf jeden Fall gleich checken, ob es das gibt, dann würde ich sagen, machen wir uns ein. Was? Nur 7? Das ist Schiebung. Das ist Schiebung. Gut, dann halt nicht. Egal. Und dann haben wir die Quest auch schon. Das ist schön. Wir haben jetzt zumindest so ein leichtes ME-System. Was mega ist. So, Sentinel Core haben wir abgeschlossen. Nice. Und dann kriegen wir Imprisoned Light. Nice. A Metal Diamond Block. Okay, und wie machen wir den? Indem wir diesen Sentient Core mit einem Shard of Sacred Land an einen Diamond Block. Und dieses Imprisoned Light kann man doch irgendwie, weil ich glaube, ich habe da vorhin schon was gesehen, ne? Imprisoned Light. Genau, da, hier. Mit diesem Imprisoned Light können wir Glowstone Dust herstellen. Das ist natürlich auch cool. Das ist auch eine Möglichkeit. Tun wir uns mal, glaube ich, 1 oder 2 machen, oder? Ja, machen wir. Aber wenn wir dadurch natürlich an Glowstone rankommen, ist das natürlich mega. Gut, genau, das war das. Metal Block. Das war Shard of Sacred Land auf dem Sentient Core auf dem Diamond Block. So, Metal Diamond abgeschlossen. Dann ist das nämlich auch durch. Dann kriegen wir 2 Diamonds. Nice. Wir machen Soul Steel. Soul Steel. Wie machen wir Soul Steel? Indem wir Raw Soul Steel brennen. Und wie machen wir Raw Soul Steel? Indem wir Metal Diamond mit Soul Dust. Soul Dust kriegen wir von Soul Sand. Okay. Und diesen Crystal Catalyst. Diesen Crystal Catalyst. Alle einmal.
Netherkristall, okay. Soul Steel Ingot, dann kriegen wir einen Soul Steel Axe. Was? Wir kriegen. Was? Nice. Zeig. Sehen will. Was kann die? Was macht sie besonders? Plus 1 Attack Speed und 7 Attack Damage. Die ist schlecht. Die hat zwar eine ziemlich geile Durability, was geil ist. Aber sie ist schlechter als die Diamond. Oh, Zora Sapling. Zora Sapling machen wir. Atomic Reshaper. Indem wir irgendwas da reinschmeißen und dann den durchlassen. Okay. So, das heißt, Zora Sapling ist in der Mache. Gut. Dann müssen wir den Zora Steel Ingot machen. Den machen wir wie? Indem wir Block of Zora Steel machen, indem wir Zora Steel Ingots haben. Indem wir in den Explosion Furnace Raw Zora Steel Ingot in den Explosion Furnace, okay, mit Carbon Dust. Und Carbon Dust machen wir, klar, in der Ore Refinery oder in den Rotary Grinder. Ach, die können wir nicht. Ach komm, ey. Oh, ist das ekelhaft. Es geht nur Kohle. Und Kohle. Ach, da machen wir Chunk. Ja, dann. Easy. Guck mal. Machen wir Chunk. Und dann machen wir uns Kohle. Das heißt, wir machen so. Und dann kriegen wir Kohle. Na dann. Dann ist es doch easy machbar. So, und das kommt da rein. Haben wir jetzt den Sensorling schon? Ja, Zora Sapling. Sorry. So, Zora Sapling ist da. Können wir Charcoal grinden? Ja. Gut. Dann grinde doch mal die Charcoal. Und dann haben wir Zora Steel Ingot. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Das ist schön. Was kriegen wir da jetzt? Ein Zora Altar. So, und da kriegen wir Zora Sapling. Das ist auch nicht schlecht. Da sagen wir nicht rein. 4 Stück? Ja, da sagen wir echt nicht nein. So, dann haben wir das. Jetzt können wir uns den Calculator machen. Den haben wir ja schon vorhin raus. So, Moonstone. Moonstone machen wir Cleanstone und Shard of Shining Dawn. Dann brauchen wir den Refined Circuit. Und da brauchen wir wieder Eisen und Tiny Pile of Gold Dust. Gut, das haben wir. Dann brauchen wir Smooth Onyx. Dann brauchen wir Onyx wieder und den machen wir wieder mit Cobblestone und Shard of Soiled Fire. Und dann brauchen wir noch den Arcane Execute, den Calculator Screen. Da brauchen wir 6 Moonstone, das passt. Redstone und Glass. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir Brackish Stone. Und Brackish Stone ist wieder Cobblestone und Shard of Sacred Land. Okay, dann haben wir das. Und dann brauchen wir Buttons. Dann haben wir das da. Und dann brauchen wir noch den da, den Arcanic. Arcanic Break und Copper Ingot. Arcanic Break kriegen wir. Stamping. Wie können wir die... Oh Mann. Da müssen wir wieder das da. Und da kommen wir gerade nicht ran. Müssen wir den Weg gehen? Ein Arcanic Circuit. Der geht in die Richtung. Das heißt, wir brauchen... Ja, den Melter habe ich. Bräuchten den Amber Crystal. Dass das freischaltet. Jetzt müssen wir darüber, müssen darum, müssen hier rüber. Müssen das alles durchhaben. Das wird hier hinkommen. Boah. Hut ab. Und von da aus können wir auch darüber und kommen auf den Blood Infuser. Genau, wir müssen den Empty Summoner nochmal machen. Den haben wir ja soweit schon mal durch. Mach mal. Kein Thema. Danach kriegen wir das Buch. Soul Book of Spider. Und dann kriegen wir Spider Eye. Und dann gehen wir hier runter in den Promise of Ten irgendwas. Können aber gleichzeitig nach dem Buch dann auch den Blood Extractor machen.
den wir brauchen, um den Bloody Infusion Card zu machen. Hardened Blood Shard und den Hardened Blood Shard brauchen wir einen Squeezer. Ein Undead Leaf, nee. Ein Hardened Blood. Das brauchen wir, ein Drying Bazaar. Das haben wir. Da müssen wir unser Blut reinmachen. Ah, deswegen. Alles klar. Dann kriegen wir Hardened Blood raus. Okay. Und davon brauchen wir dann 8 Shards. Einer gibt 9, passt. Und dann brauchen wir noch einen Dark Power Gem. Dark Power Gem kriegen wir. Dark Power Gem Block. Throwing a Fluid. Dark Gem in Blood gibt es. Ah ja, cool. Okay, das haben wir alles. Das ist kein Thema. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Dann machen wir den Empty Summoner, das Buch, dann machen wir das. Dann kriegen wir den Core. Mit dem Core können wir dann den Blood Infuser machen, weil dann kriegen wir den Blood Infusing Core. Die Rune kriegen wir mit dem Runestone. Und Runestone kriegen wir mit Ancient Gravel. So. Machen wir Ancient Gravel, kein Problem. Daraus kriegen wir die Rune, das haben wir. Und den Eternus Crystal. Da brauchen wir Inferno Kristall und da brauchen wir Inferno Fuel. Inferno Fuel kriegen wir Blaze Powder, Ash und Carbon Dust. Wir müssten nämlich normalerweise alles hier drin haben. Genau. Dann haben wir die vier nämlich auch mal durch. Ah, Atomic Reshaper. Genau. Atomic Reshaper. Primordium. Danke. Inferno Crystal und Inferno Fuel. Magnetic Reassembler. Danke. Darum. So, das und der Sledgehammer und dann kriegen wir das Ender Dust. Dann brauchen wir den Ender Dust und dann brauchen wir Ender Steel Ingots. Die kriegen wir, indem wir Ender Iron Dust. Brauchen wir Iron Dust und Iron Dust. Bekomme ich, wenn ich es in den Rotary Grinder schmeiße. Genau, Glowing Vorsalz, da haben wir schon mal einen. Schon mal was. Und den ist ein Glowing Vorsalz. Können wir den noch irgendwie anders da? Also aus so einem Bone, wenn wir kriegen, kriegen wir 3 Stück raus. Wir können sie nicht über einen Grinder jagen oder sowas. Schade. Okay. Gut, dann hoffen wir, dass er noch ein paar findet. 4 Stück kriegen wir raus. Das ist okay. Dann geht es ja doch relativ fix, je nachdem, wie viele jetzt noch rauskommen. Aber wir brauchen schon mal das. So, und für diesen Ding brauchen wir 8. Ja, da brauchen wir 6 Stück. Dann kriegen wir 16 raus. Und warte mal, haben wir nicht von diesen Industry Bars, haben wir da noch was? Oder was, ne? Ja, dann. Easy. Stimmt. Da haben wir ja mehr als genug, aber es passt. So, dann haben wir den auch. Den Empty Summoner, den haben wir mal da raus. Dann kriegen wir da was raus, und zwar ein Choice Reward und ein Dark Tank. Wir brauchen ein Buch und müssen das mit Ender Dust bestäuben. Okay, ein Buch ist relativ einfach gemacht. Und zack. Soulbook of Spider, Spider Essence, Art Dictionary, Bone Chunk, Bone, Normal Bone, Dirt with Fossils. Ah. Rechtsklick und laufen oder nicht laufen, ist egal, aber Rechtsklick. Und wenn wir die Bone Chunks jetzt bearbeiten, kriegen wir Chicken Essence, Pig Essence, Horse Essence, Sheep Essence, Rabbit, Skeleton, Cow, Villager, Spider. Wir haben 2 Spider Essenzen und wir brauchen 3, würde ich sagen. So, Spider Essence. 1, 2, 3. Und das Buch.
Wir können drei quasi beschwören, oder? Egal, es hat gezählt. So, das suchen wir uns noch nie aus. Wir kriegen das da. Wir kriegen eine Choice Reward und wir kriegen eine Vector Plate. Jetzt brauchen wir auch so einen Blood Extractor. Und den kriegen wir, indem wir Glas und Spikes. Spikes kriegen wir, indem wir Dark Gem mit Iron Ingot machen. Blood Extractor holen wir uns mal raus. Und dann versuchen wir den mal zu craften. Können wir. Nice. Und somewhere in your inventory. Ha. Jetzt. Okay, cool. Und wir kriegen Fleisch. Das ist nicht schlecht. Können wir das direkt in den Bazaar reinschmeißen? Ja, nice. Und dann wird es der Dry Blood. Hahaha. Nice, wir können uns endlich dieses Ding da machen. So, und das können wir jetzt dann zerteilen, oder? Brauchen wir die Hardened und dann müssen wir das smelten. Ah, wälzen. Okay, dann hauen wir das mal rein und dann machen wir uns die Shards und dann kriegen wir das. Und dann brauchen wir in der Mitte noch den Dark Power Gem und den Dark Power Gem. Machen wir, indem wir einen Dark Gem in Blut reinwerfen. Und zwar in 5 Millibucket. Also wir müssen noch ein bisschen was töten. Das heißt, wir müssen dann bloß noch die Spider-Essenz machen. Und dann noch die Spinnenaugen kriegen. Dann können wir nämlich in die Promise of Tentacity. Brauchen wir nämlich ein Spider-Eye, ein Bowl of Promises und ein Iron Promise Acceptor. Und dafür brauchen wir den Blood Infuser. Also wir müssen auf jeden Fall den Blood Infuser machen. Dann das und dann kriegen wir das. Und dann können wir endlich da runter und können das auch abschließen und kriegen den Calculator. Und kriegen auch dann Manual. Und ein Storage Terminal. Das klingt doch nice. Endlich ME-Technik. Ein Knochen noch. Komm, gib her. Ich würde gerne nochmal die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen. Dann geht das Ganze ein bisschen schicker. Ich meine, jetzt geht schon echt fast im Sekundentakt hoch. Aber wenn wir das jetzt natürlich noch ein bisschen hochschieben können. Dann sind wir nicht böse, ne? Die Range ist ja gut. Schade. Aber so. Was war das nochmal? Was für ein Gear? Das müssen wir mit Ender Steel Ingot machen. Und Ender Steel Ingot machen wir mit Ender Iron Dust Blend. Okay, das haben wir. Da müssen wir noch was haben. Ender Iron Dust Blend. Ah, haben wir so 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Können wir wieder eins machen? Gehen wir wieder mit der Geschwindigkeit hoch. Wir brauchen irgendwas, wo wir 5. Ah, yeah. 5 Buckets auf Blatt reinschmeißen können. Aber er konsumiert sie gerade nicht. Er konsumiert sie gerade nicht. Also machen wir mal größer. Also bei jetzt ist hardened. Ahahaha. Scheiß Abbaulähmung. Und ich krieg die Abbaulähmung nicht weg. Ist das jetzt. Was ist das? Wo kriege ich das her? Was? Wer will mir da an die Kantare? So, ich mache mal das Buch leer. Was ist die Puh? So, danke. Meine Güte, ist das anstrengend. Das ist pures Mobbing gerade hier. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Cobblestone gerade abgebaut. So, was lernen wir daraus? Entweder nicht mit Cobblestone nur alleine arbeiten oder nicht mit Cobblestone nur alleine arbeiten.
Throw a dark gem in the middle of a pool with at least 5 non-hardened blocks. In the middle of a pool. Also in die Mitte. In die Mitte, sagt er. Also muss das Ding so aufgebaut sein, dass hier zum Beispiel die Mitte ist. So. So. Und dann hätten wir. So. Dann hätten wir 5. Ja, genau. Ach, die habe ich doch in meinem Inventar. Ja, ich suche sie noch. So ein Held manchmal. So. Es funktioniert nicht. Ah, ich kann die wieder freischlagen. Okay, gut. Es funktioniert doch. Yes, endlich. Gut, dann brauchen wir jetzt mal diesen Blood Infused. Das sind die 8 und dann den außenrum 8. Und das. Yes. Danke. Es hat geklappt. Puh. So, und dann brauchen wir Blood Crystal. Nehmen wir Blood Crystal. Ja, Quantity. Alles für die Quantity. So. Und dann gibt es den Blood Infuser. Da brauchen wir noch die Eternal Crystal. Lassen Sie. Gut, ich dachte schon. So, dann brauchen wir noch das Carved Darkstone und die Runes. Und die Runes mache ich aus Runestone. Und Runestone mache ich mit Ancient Gravel and Liquid Souls. Und Liquid Soul mache ich mit Soul Dust and Water. Also, da haben wir alles. Nice. Dann machen wir uns einmal einen Blood Infuser. Und da müssen wir natürlich noch irgendwie Blut hinkriegen. Also der muss irgendwie, muss der, was auch immer das für ein Geräusch gerade war, jetzt mit Blut gefüllt werden. Und das wäre dann zum Beispiel über diesen Dark Tank. Gehe ich mal davon aus, dass man den da irgendwie anschließen kann. Nice. So, kriegen wir Blood Potash. Double your bone mealing efficiency. Und dann kriegen wir das nochmal. Da würde ich sagen, gehen wir wieder auf Quantity. So, jetzt brauchen wir dann noch Spinnen. Die Spinnen! Und dann können wir endlich mal diese Amber Crystals machen. Da brauchen wir dann Promise of Tenacity 1 und Crystal Catalyst. Da haben wir zum Glück welche. Und dann können wir Amber Crystals machen. Nice. Wie kriege ich auf die Schnelle am meisten Dirt? Dirt. Mit einem Atomic Reshaper kriegen wir aus Sand Dirt raus. Und Golem Meal in Water kriegen wir 8 Dirt. Das ist. I hope you feel really bad. Und Golem Corps. Wir müssen Golems machen, müssen sie töten. Müssen sie dann plätten und daraus kriegen wir Erde und Golem Corps. Aber es ist aufwendig, weil wir brauchen einen Golem. Sorry.
Golems brauchen wir 9. 9. 4 geben ein Döner. Okay, das ist eigentlich schon ein Gewinn, ne? Ja, ist ein Gewinn. Auch wenn wir uns vielleicht schlecht fühlen. Wir sollten uns ein paar Golems machen und daraus Dirt. So kommen wir wenigstens an Dirt, der, sag ich mal, relativ schnell irgendwas bringt. So, wenn wir 4 haben, haben wir 4 mal 8 ist 32. Machen wir uns ein paar Golems, müssen sie leider töten und dann plätten. Und dann die Matschepampe von denen können wir dann zur Erde recyceln. Oh, wir haben schon wieder. Was? Alter, ich komme gar nicht mehr zum Zocken, seit ich wieder in der Lehre bin. Das ist anstrengend. So. Es tut mir leid. Also eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon. So. Matschebrei. Und das wird zu Dirt, oder? Ah, in Wasser werfen. So, und das ein Stack Dirt machen wir 2 Stack. Kostet. So soll es sein. Schmeiß die armen Dinger doch gleich in die Lava. Nein, dann bringen sie mir ja nichts. Kostet. Kostet. Ein bisschen Energie. Und dann lassen wir mal noch ein bisschen herstellen, weil wir brauchen diese Dirt with Glowing Fossils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Schaufel? So, und das müssen wir jetzt auch schütteln. Und dann kriegen wir ein paar Essenzen raus. Endermite, Creeper, Schalker. Enderman. Die, was wir brauchen, kriegen wir nur eine. Das ist doch schön. Das ist doch richtig schön. Also nicht. Creeper Essenz, ja gut. Also uns reicht auch erstmal 3 Enderman Essenzen, aber ja, ist halt wie es ist, ne? Gut, dann haben wir das. Dann können wir mal kurz was essen. Dann habe ich hier schon wieder Sachen in meiner Ding, was ich gar nicht wollte. Das kann raus. Das kann ich dahin. Das. Blut lassen wir auch mal hier. Weed kann auch raus. Black Wool kann raus. Light Grey Wool kann raus. Grey Wool kann raus. Der Gravel kann erstmal weg. Okay. Dann bloß noch hier Temperatur, der ist gleich soweit. Und dann geht es hier im Dauerfeuer durch. Perfekt. Gut, der stellt das her, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt noch nebenbei die Spiders. Na komm. Meine Vorder ist mit den Dingern, kannst du eine perfekte. Alter, was ist das? Eine Cave Spider. Aus damit. So. Essence und dann nehmen wir noch mal Range. Quantity. Warte. Dann nehmen wir noch mal ein Range dazu.